Die Betonage der Fahrbahnplatte erfolgt von der Achse 30 zur Achse 32. Danach erfolgt die Betonage von der Achse 32 bis zur Achse 22 kontinuierlich lagenweise. Die Betonage der Fahrbahnplatte erfolgt mittels Betonpumpe. Die Pumpe ist im Tal aufgebaut und transportiert den Beton zum Verteilermast, welcher direkt an der Schalung montiert ist. Bei den aktuellen Arbeiten ist es wichtig, dass der Beton gleichmäßig verteilt wird und lagenweise verdichtet wird. Es werden ca. 430 Kubikmeter Beton eingebaut. Die Betonage der Fahrbahnplatte dauert ca. 10 Stunden. Während dieser Zeit wird schon begonnen, mit der Rüttelbohle abzuziehen, und nach dem Abziehen wird begonnen, mit dem Flächenklettler die Oberfläche zu kletten. Zu den Hauptaufgaben der IGS während der Betonage gehören die Kontrolle der Betonlieferscheine, die augenscheinliche Kontrolle des Betons, die gleichmäßige Verteilung des Betons, der qualitätsgerechte Einbau und natürlich auch die Kontrolle stichprobenartig Schalung und Vorschubgerüst.